So, ein ganz, ganz rapides, schnelles Update von mir. Wir hatten hier gerade unser Leitertreffen im Dachgeschoss vom Kia-Haus. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wo wir gerade stehen als Kirche und wie wir weitergehen wollen. Wir haben uns über Sonntag gefreut. Das Kirchencafé wie auch abends der Gottesdienst waren toll besucht, waren aber nicht nur zahlenmäßig gut, sondern auch von der Qualität war es gut, das Miteinander. Wir laden euch ein, diese Woche mit dabei zu sein beim Granny's Coffee. Wir wollen als Mainzer wieder die Wiesbadener unterstützen. Das haben wir jetzt die letzten drei Mal schon gemacht, dass Leute von uns mit Kuchen gebacken haben, mit Musik beigesteuert, Programm beigesteuert haben. Wir wollen da einen Nachmittag wollen wir verbringen von 14 bis 16 Uhr im Moritz Langhaus in der Karl-Arnold-Straße 6. Könnt ihr mit dabei sein, von 14 bis 16 Uhr. Am Donnerstag haben wir Deep Talk. Alle zwei Wochen ist das unser theologischer Austausch. Und wir haben im Anbetracht der jüngsten Ereignisse gesagt, wir wollen da als Kirche nicht sprachlos bleiben. Und wir wollen uns zur Terror, zum Bösen, zur Gewalt in dieser Welt, wollen wir uns sprachfähig machen. Und laden euch herzlich ein, 20 Uhr mit dazu zu kommen ins Café Awake, um darüber zu reden. Ja, wie sollen wir als Christen damit umgehen? Was können wir dem entgegensetzen? Am Sonntag ist wieder Gottesdienst in der Pauluskirche. Von 18 Uhr geht's los und wir haben wieder ein Abendessen, was nicht nur irgendwie für den Magen da ist, sondern was auch so Gemeinschaft initiieren soll. Und wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein bei dem Essen um 18 Uhr und auch beim anschließenden Gottesdienst mit dabei zu sein. Zwei besondere Sachen, zu denen ich einladen möchte, ist einmal das Kia Family Treffen. Wir haben jetzt einen Termin gefunden am 12.12. um 10 Uhr werden wir uns an einem Ort treffen, der noch kommuniziert wird und ein Programm haben, was noch kommuniziert wird. Steht noch nicht, wird aber gut und ist besonders so ein Format, wo wir zusammen Kirche gestalten können. Wo wir zusammen auch wirklich so einen Austausch haben können, Herz zu Herz. Und überlegen können, ja, wie können wir nicht irgendwie einzeln unterwegs sein an verschiedenen Stellen, sondern zusammen Kirche träumen, zusammen Kirche leben in unserer Stadt und in unserer Welt. Eine letzte Einladung ist die zum Reifenwechseln. Ich zeige euch mal, was ein Reifen ist oder was Räder sind hier. Jetzt wisst ihr es. Die Dinger, die euer Auto mit der Straße verbinden. Die Räder. Das ist ganz wichtig, dass man in unserer Klimazone die Winterräder wechselt. Und das Livid-Team hat da gedacht, daraus ein soziales Projekt zu machen. Und mit dem Geld, was ihr sonst für den Reifenwechsel bezahlt, ein gutes Projekt zu unterstützen. Also Reifenwechsel für einen guten Zweck. Wenn ihr das gerne machen möchtet, wie der Christian und ich das machen möchten, dann könnt ihr euch bei transport@kircheinaktion.de melden. Und dann bekommt ihr einen Termin für euren Reifenwechsel. Proudly presented by Livid, unserer Jüngerschaftsschule hier in Mainz. Das waren die Ansagen ganz schnell aus der schönen Wohnung von Ben. Wink mal, Ben, komm rausgesprungen und wink. Nee, das war Dennis. Dann Dennis, mach du. Okay.